Lauterbach hat im Bundestag in schockierender Weise seine Inkompetenz offenbart. Schaut selbst. Herr Minister, wir wissen ja, dass diese Impfung enorm viele Nebenwirkungs- und Todesfallmeldungen hat. Die Abteilungsleiterin Keller-Stanislawski vom Paul-Ehrlich-Institut hat in Brandenburg im Untersuchungsausschuss gesagt, wir hatten zeitweilig wegen dieser Impfung so viele Nebenwirkungsmeldungen und Todesfallmeldungen wie niemals zuvor und kamen mit der Bearbeitung nicht hinterher. Sie lesen hier irgendeine Einlassung in irgendeinem Untersuchungsausschuss vor, von dem ich keine Kenntnis habe. Von daher kann ich das nicht kommentieren. Habt ihr gemerkt, was Lauterbach gesagt hat? Er hat es versucht, auf den Untersuchungsausschuss zu schieben. Aber die Dame, Frau Keller-Stanislawski, ist eine Abteilungsleiterin des Paul-Ehrlich-Instituts. Und sie redet darüber, dass das Paul-Ehrlich-Institut, das dem Gesundheitsminister direkt unterstellt ist, dass dieses Paul-Ehrlich-Institut deutlich überlastet war bei der Erfassung der Nebenwirkungen. Lauterbach sagt an der Stelle also, ich habe keine Ahnung, dass das Paul-Ehrlich-Institut überlastet war. Das heißt, der Bundesgesundheitsminister hat keine Ahnung davon, laut eigener Aussage, dass eines seiner eigenen Institute überlastet war. Wenn das kein Beweis dafür ist, dass dieser Minister so schnell wie möglich seinen Posten räumen muss aufgrund von Inkompetenz, dann weiß ich nicht, wie inkompetent man noch sein muss. Es liegt an euch, diesen Skandal zu offenbaren. Teilt und verbreitet bitte dieses Video. Schickt es an alle Menschen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind. Schickt es an Karl Lauterbach, damit er weiß, dass seine Tage gezählt sind.